Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LeadLab TV. Wir haben heute ein ganz neues Format. Wir sind nämlich zu Gast bei Patrick Heckhausen in der Halle. Zu meiner Rechten Patrick Heckhausen, zu meiner Linken Philipp Bachor. Und zwar haben wir einen Motorsport-Talk ins Leben gerufen. Ja, und das ist die erste Folge. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Thema Nummer 1 ist natürlich die LMV8-Serie. Wir haben ja zwei LMV8-Fahrer hier vor Ort. Der Supercup, 30. September, ihr habt beide daran teilgenommen. Patrick, tut mir leid, du warst leider ein bisschen weiter hinten als der Philipp, deswegen fange ich mit dem Philipp an, okay? Alles gut. Alles klar. Philipp, du bist von Platz 3 aus gestartet, letztendlich auf Platz 4 gelandet. Erzähl doch mal, 40 Runden LMV8 Rennsport auf dem Raceway Venray. Wie war es denn aus deiner Sicht? Ja, der Start war relativ schlecht von mir. Ich kam nicht ganz so gut ins Rennen, wie wir uns das erhofft haben. Aber zum Ende konnte ich dann wenigstens wieder eine Position gut machen, um dann auf dem vierten Platz reinzukommen. Rennen war sehr spannend zum Anfang hin, wurde dann aber zum Ende sehr zäh. Sehr zäh jetzt für dich vor allem, weil du halt keinen direkten Kampf mehr hattest. Woran lag es denn, dass du letztendlich noch diese eine Position verloren hast? Ja, am Start kam ich halt mit dem Auto nicht klar. Ich habe noch nicht so richtig den Speed gefunden, den die anderen hatten, und habe damit direkt am Start zwei Positionen verloren, die ich dann ja leider bis auf eine Position nicht wieder gekriegt habe. Ja, bist du mit dem vierten Platz zufrieden gewesen? Das war voll in Ordnung, ja. Wir waren auch da mit der Geschwindigkeit zum Ende hin voll zufrieden. Ja, beste rausgemacht, würde ich sagen. Also vierter Platz, gar nicht so schlecht. Nochmal kurz zur Erklärung: bei dem LMV8 Eurocup ist es so, das ist eine saisonübergreifende Wertung vom Eurocup 2017 bis zum Eurocup 2018. Da werden die Punkte addiert und dann nach diesem Punktestand aufgestellt. Platz 3 bedeutet für dich, seit dem Eurocup 2017 warst du der drittbeste Fahrer in der LMV8-Serie. Also gut ab, dann auf Platz 4 reinzukommen. Schon nicht schlecht. Leider das Podium verpasst. Nächstes Jahr dann vielleicht. Bei dir, die 88 vor dem Auto, vor dem wir gerade hier sitzen. Ein bisschen zähes Wochenende für dich gewesen am Raceway Venray. Du versuchst ja für 2019 das Auto wieder auf Vordermann zu bekommen, um dann wieder anzugreifen. Aber irgendwie lief es noch nicht so rund. Warum? Ja, wir haben halt irgendwie letztes Jahr, ich sag mal, fing gut an, die Saison. Dann ist es ein bisschen abgeflacht. Vielleicht auch, weil ich privat und förmlich so viel Stress hatte, mich nicht 100% halt auf den Rennsport auch konzentrieren konnte. Sprich, den Wagen immer gut zu machen, gutes Setup zu finden und so weiter. Und deswegen hat man dann auch gesagt, komm, wir machen jetzt eine Pause und ich konzentriere mich dieses Jahr mal ein bisschen mehr auf die Firma und auf mein Privatleben, um dann halt nächstes Jahr wieder fit zu sein, um den Wagen gut zu machen. Ja, das Thema war einfach, dass ich zwischendurch Bock hatte zu fahren, dann auch Zeit hatte, dann sind wir gefahren, vor 2 oder 3 Monaten bin ich ein Rennen einfach mitgefahren, ich habe einfach zu den Jungs gesagt, habt ihr Bock, sind wir einfach mal ein bisschen testen gehen, um einfach irgendwie auch ein bisschen im Thema zu bleiben. Haben getestet, lief halt auch nicht so gut, ich wusste nicht warum, weil im Prinzip eigentlich fahrwerkstechnisch, setupmäßig alles gut stimmte. Ja, okay. Der Wagen lief nicht 100%, dann haben wir vermessen und nachgeguckt und hin und her, haben dann festgestellt, dass die Hinterachse irgendwie Spursturz nicht so toll ist, wie es sein sollte. Okay. Bin dann mit Hendrix Motorsport in Kontakt getreten, haben dann halt alles vermessen, alles geguckt, haben dann festgestellt, dass die Hinterachse schlecht ist, haben die, ich sag mal, wieder gerichtet, haben dann noch ein paar andere Kleinigkeiten gefunden. Wagen war soweit, ich sag mal, technisch in Ordnung, um dann auf den Eurocup zu kommen. Ich habe generell einfach das Wochenende genutzt, um einfach zu testen, wie ich von vornherein gesagt habe. Ja. Ich wollte eigentlich gar nicht fahren, habe aber gesagt, um halt gerne für die Sponsoren, um selber, für mich, für die Fans einfach zu sagen, guck mal, ich bin da und möchte gerne einfach ein bisschen testen, um halt für nächstes Jahr gut dabei zu sein. Ja, der Renntag lief auch nicht so besonders. Irgendwie ist ein roter Faden, der nicht abreißen will. Aber jetzt sind wir halt wieder dran und wollen halt jetzt im letzten Oktoberrennen einfach hoffen, dass der Wagen mal wieder läuft, weil ich fühle mich eigentlich fit dazu und probieren. Das Problem ist einfach, dass wir den Fenrei so wenig testen können. Deswegen nutze ich einfach die Renntage, um zu testen. Ich habe nicht das beste Team, ich habe keine jahrelangen Erfahrung, dass ich jetzt sagen kann, okay, der Wagen ist Schrott, okay, wir machen bam, 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 der steht wieder zu 90%. Ich sag mal, da ist das Team Bachor schon irgendwie echt um einiges besser, weil die Jungs haben halt lange Erfahrung, sind zwar auch nicht so lange in der Klasse jetzt, aber ich muss sagen, also was ich, seitdem die dabei sind, gesehen habe, was die machen, der Wagen, ich sag mal, ist ein halber Totalschaden, am nächsten Renntag
ist der Philipp da wieder voll vorne mit dabei. Finde ich schon echt krass so, ne? Also finde ich sehr cool. Und ja, deswegen wollen wir auch gerne wieder irgendwie da hinkommen, aber wie gesagt, ist halt alles hintenrum ein bisschen viel und Rennsport, deswegen, ich muss das alles immer viel alleine kombinieren und organisieren und deswegen ist es halt manchmal dann, dass wir halt nicht ein hundertprozentiges Auto hinstellen können, wie ein Team, was aus 10 Leuten besteht, wo dann jeder irgendwie mal ein bisschen nach. Verstehe ich absolut, aber da sieht man auch halt den Punkt, dass die LMV8-Serie noch eine Breitensport-, eine Hobby-Serie ist. Absolut. Und viele Teams nun mal mit geringem Budget reingehen, mit wenig Zeit. Also fast jeder fährt nicht als Profi-Rennfahrer da, sondern hat noch eine Firma am Laufen, muss nochmal arbeiten gehen und dann noch in den Abendstunden die Autos fertig machen. Das ist ja bei fast jedem Team so. Ja. Hendrix Motorsport jetzt vielleicht ausgenommen, die das ja für den Lebensunterhalt machen, die Autos aufzubauen und Co. Aber trotzdem, ihr seid ein Team, das nun mal ja noch Breitensport, diesen Hobby-Motorsport betreibt. Bei euch ist es ja nicht anders. Ihr habt ja auch die Firma, die ihr noch leiten müsst. Ihr habt Arbeit zu tun, aber schon interessant, dass in der LMV8-Serie trotzdem die Wettbewerbsdichte und auch die, die Leistung der Fahrer sich ja in den Jahren immer weiter verbessert hat. Man hat ja gesehen, die Abstände sind immer kürzer geworden. Das Racing ist disziplinierter meiner Meinung nach geworden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Disziplinierter. Wir haben die Crash-Anzahl ist doch ein bisschen runtergegangen. Ja, ja. Eurocup 40 Runden ohne einen einzigen Unfall. Ja. Das ist schon ordentlich. Aber jetzt, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt mit der Erfahrung, das finde ich interessant. Er hat dir ja gerade sehr viel Erfahrung zugeschrieben. Erzähl doch mal jetzt ausgenommen Rundstrecke. Ich weiß, du bist auch Rundstrecke gefahren, aber was hast du auf dem Oval in deiner Karriere bisher so alles gefahren und was hast du gemacht? Wann ging es los? Ja, also es ging mit 14 los, direkt an meinem Geburtstag. Habe ich mit 14 geworden und durfte dann erst mal auf dem Oval fahren. Ja, mit wo war dem Ministock in Posterholt. Okay. Und ja, da haben wir dann die ersten 2 Jahre auf dem Oval mit den Ministocks gemacht, aber nur auf dem kleinen, flachen Stocker-Oval halt. Und ja, dann ein Jahr Formel Toyota, was relativ gut angefangen hat, wo wir dann aber zum Ende der Saison Probleme hatten, dadurch, dass wir zu wenig Service, sag ich mal, dass wir das Auto nicht so gewartet haben, wie wir das eigentlich sollten. Und danach sind wir dann ja jetzt umgestiegen wieder in die LMV8 und jetzt auf dem richtigen Oval. Richtiges Oval in Anführungszeichen. Autospeedway-Ovale sind natürlich auch richtige Ovale, aber es ist halt ein NASCAR-Oval, das also in dem Sinne. Immerhin ist die Euro-NASCAR ja da gefahren, deswegen darf man da NASCAR-Oval auch zu sagen. Also hast schon sehr, sehr viel Erfahrung im Ovalrennsport. Jetzt bist du in der zweiten Saison und eigentlich auch immer gut dabei. Platz 5 momentan in der Meisterschaft. Das Ziel jetzt am Finale sind noch 3 Läufe, 249 Punkte noch zu holen. Was glaubst du, was kannst du noch packen? Mit viel Glück werde ich wahrscheinlich, können wir alle Punkte holen, aber es ist einfach, wir starten von ganz hinten, wir müssen mal ganz vorne durch und da wird jeder in dem letzten Rennen alles geben, um so wenig Punkte wie möglich zu verlieren. Oder so viele Punkte wie möglich zu gewinnen. Und ich denke mal, dass wir da vielleicht viele Punkte noch holen können. Vielleicht noch Platz 4, das ist nicht mehr ganz so weit zum Jos. Vielleicht noch Platz 3 in Angriff zu nehmen, wobei das dann aber auch schon wieder sehr schwer wird. Ja, also die Meisterschaft ist verdammt eng. Wir haben vorne an der Spitze einen klasse Meisterschaftskampf zwischen Barry Maaßen und Jeroen van Aert. Das läuft in dieser Saison wirklich verdammt eng ab. Obwohl man eigentlich das Gefühl hat, dass Barry immer vorne mit dabei war und Jeroen irgendwie so ein bisschen under the radar gefahren ist, meiner Meinung nach. Weil Rennsiege hat er ja jetzt nicht so viele eingefahren. Aber der Schlüssel zum Erfolg in der LMV8-Serie, ich glaube, da stimmt er mir beide zu, Konstanz. Und mit Konstanz hat Jeroen es geschafft, vorne immer mit dabei zu sein. Keine Ausfälle gehabt. Barry ist dagegen ein paar Mal ausgefallen und zack, hast du so eine enge Meisterschaftskiste. 2019 jetzt mal bei dir die Frage. Ihr seid jetzt 2 Jahre dabei, ihr seid auf Anhieb vorne mit dabei, schnell. Was ist da denn das Ziel? Wohin wollt ihr unbedingt im Jahr 2019? Eigentlich wollen wir, dass das Ziel ist, eigentlich die Saison vom Vorjahr wieder zu toppen. Ja. Und das eigentliche Ziel ist ja wirklich immer Meister zu werden. Wirklich alle hinter sich zu lassen und der Beste zu sein. Ja. Natürlich klappt das nicht immer so, wie man sich das vorstellt, aber vielleicht nächste Saison eine gute Saison und wir können es vielleicht schaffen. Ja. Bei dir? Wie sieht es bei dir 2019 aus? Ziele irgendwie gesteckt oder nur Spaß haben? Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so 100% verbissen wie viele andere, weil ich bin da reingegangen, ich habe nie Rennsport betrieben, bin vor 4 Jahren da reingegangen, weil mein Vater früher Stocker gefahren ist, dann jahrelang Pause gemacht hat
und gesagt hat, ey, das ist geil, da ein Fanrad, da fahren die mit so NASCAR-Wagen halt. Und ja. Da haben wir uns das angeguckt und haben halt so angefangen und ich fand es halt cool, bin jetzt nicht, ich sag mal, untalentiert, aber wie gesagt, die Erfahrung, die Philipp hat oder ja. halt viele andere, die habe ich einfach nicht und bin einfach froh, wenn ich relativ gut mithalten kann, mich im Mittelfeld gut bewege. Klar will ich auch gerne nach vorne kommen. Aber wenn du jetzt Mittelfeld sagst, dann sag mal eine Position. Top 10? Ja. Also wir wissen ja eigentlich, dass mein Auto nicht darf ich Scheiße sagen? Scheiße ist. Schlecht hätte es auch getan, ja, aber gut. Ich bin halt immer so, ja, alles gut, alles Scheiße. Alles gut, alles gut. Und wenn der Wagen gut ist und ich ein gutes Vertrauen zum Wagen habe, ja. da bin ich halt gut mit dabei. Und das will ich halt versuchen. Deswegen nutze ich einfach die Renntage zum Testen dieses Jahr. Ja. Will, also mein Ziel ist definitiv Top 10. Weil da ich sage immer, ich mache es als Hobby, aber hinten fahren habe ich keine Lust drauf. Das macht keinen Spaß. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich nur ein Hobbyfahrer bin und das, wie gesagt, ein bisschen neutraler sehe. Ich sage jetzt mal, das Bachor-Team oder ein paar andere, die sind ja schon mit richtig extrem Ehrgeiz dabei. Trotzdem will ich relativ vorne mit dabei sein und nicht hinten rumkriechen. Weil dann kann man lieber Bobbycar fahren oder privat mal Kart fahren gehen als... Weißt du, dann, wir haben ja auch Sponsoren und Fans und man möchte ja auch für die irgendwie ein bisschen was bieten. Ne? Ja. Ich sage ja immer, die kommen ja dahin, nicht damit ich jetzt da rumkrieche, sondern damit ich halt, damit die halt Zweikämpfe sehen. Das ist ja immer, wenn ich dann ausgefallen bin oder generell gesagt habe, ne, wir machen jetzt ein bisschen Pause und habe Philipp zugesehen, so einfach mal als Zuschauer, dann ist das halt total geil, wie der da teilweise das Ding in die Kurve querstellt und da an den Leuten vorbeiballert, ne, an den anderen Fahrern. Und das ist halt geil zu sehen und das ist halt für die Fans schön. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte es gerne versuchen, möchte gerne weiterkommen, weil ich habe von Anfang an treue Fans und wirklich gute Sponsoren und möchte halt gerne denen was zeigen, denen was bieten, damit die es halt einfach auch für sich halt, ich sag mal, ein bisschen aussetzen können. Wir sind im Rennsport und fahren nicht hinten. Das bringt ja keinem was. Und deswegen ist das mein Ziel. Und sonst sollte man, glaube ich, es lassen. Ja, absolut. Hinten bin ich ganz fahren. Na, kann man, aber ich glaube, das bringt einem nichts. Außer gut, irgendeiner muss natürlich Letzter werden. Ne? Also, das ist ja, aber ich finde immer, wenn man jetzt wirklich gewisse Rundenzeiten hat, ja, ja. Und man fährt 3 Sekunden langsamer als die Mindestrundenzeit ist, dann sollte man sich überlegen, habe ich da ein Talent zu oder nicht. Ja, verstehe ich absolut. Ja, und wenn der Wagen mal schlecht ist, das Setup schlecht ist, man findet einfach den Fehler nicht oder ich sag mal, wie es bei uns ist, die Motorleistung teilweise schon unterschiedlich ist, ne? Dass der eine dann ein bisschen mehr Leistung hat als der andere, was man auch total im Reglement ist, aber dann bist du halt irgendwo immer am Kämpfen. Ne? Und wenn du dann noch nicht, ich sag jetzt mal, wieder so ein guter Fahrer bist wie Philipp oder Barry Maaßen, keine Frage, der Kerl fährt einfach geil. Ja. Der hat ein super Auto, der fährt geil und ich muss ehrlich sagen, ist schön zu sehen. Aber die Power ist auch da und die bräuchten ja teilweise alle. Ne? Kommen wir direkt mal zu dem Thema. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, die wir jetzt machen können und zwar zu dem Motor. Ihr musstet ja den Motor wechseln, habt aus Amerika einen nagelneuen Chevrolet-Motor bekommen. Und diese Motoren haben laut Werk 400 PS, jetzt war euer auf dem Prüfstand, 407. Die Regel besagt ja, 425 PS plus 5% sind erlaubt. Kann jetzt jeder selber zu Hause nachrechnen, was die maximale PS-Zahl in der LMV8-Serie ist. Jetzt fährst du mit 407 PS, mit einem nagelneuen Motor. Wie groß ist denn da das Problem durch diese Differenz, dass jemand vielleicht 430 PS hat und du mit 407? Wie macht sich das auf der Strecke? Wie macht das sich aus? Also woran erkennt man das, dass man da wirklich ein Leistungsdefizit hat? Also ich würde sagen, das kann man ganz gut sehen an dem Finalrennen jetzt beim Eurocup. Mhm. Da bin ich rundenlang hinterhergefahren, quasi die ersten Runden bis zur gelben Flagge hinterher. Und mit dem Topfeld mithalten. Und dann sind wir quasi ja alle nach der gelben Phase nochmal irgendwo vorbeigefahren. Und ich bin halt unglücklicherweise hinterm Stefan Driessen hängen geblieben und hatte dann aber nicht genug Leistung, auf der Geraden vorbeizugehen. Ja, okay. Das konnte man sehr schön auf den Videos sehen, nochmal, wie ich aus den Kurven oder in den Kurven die Meters gewonnen habe, bis zum Kurvenausgang dran war und dann wirklich auf der Geraden eher eine Wagenlänge über Platz gemacht hat.
und die kriegst du nicht wieder aufgeholt, beziehungsweise die habe ich aufgeholt wieder bis zum nächsten Kurvenausgang, aber die habe ich wieder verloren bis zur nächsten Kurve. Also da konnte man das schon relativ gut sehen, was ein bisschen Leistungsunterschied ausmacht. Ja, jetzt ist es ja so, wenn du diesen Motor bekommst, der hat 407 PS vom Werk aus, wie kriegt man es dann hin im legalen Rahmen, dass der Motor denn irgendwann stärker wird? Weil ich sag mal, die anderen Motoren mussten ja auch mal irgendwann mal bei so einer ähnlichen Leistung angefangen haben und haben sich dann in den Jahren ja entwickelt, dass sie mehr PS haben. Du hast es mir ja schon mal erklärt. Wäre gut, wenn du es vielleicht einmal kurz zusammenfassen könntest. Ja, also das ist einfach so, wenn wir den neuen Motor nehmen, der braucht erstmal ein bisschen Zeit, um sich freizufahren, damit er überhaupt seine volle Leistung kriegt. Okay. Und quasi so ist das dann mit dem revidierten Motor. Wenn er revidiert ist einmal, hat er dadurch, dass man schon mal ein bisschen gearbeitet hat, sind die Zylinderwände ein bisschen größer und alles. Dadurch hat er schon ein bisschen mehr Hubraum, quasi jetzt nicht wirklich extrem viel, aber man merkt es dann bei so einem starken V8-Motor schon, dass da ein paar PS mit rauskommen. Ja. Und wenn man den oft genug revidiert hat, dann kriegt man auch sehr viel Leistung bei raus. Also so kommt man dann auf diese 425 plus 5%, sage ich jetzt mal, dass man dann durch die, wenn man den Motor immer wieder neu machen lässt und wartet, dass dadurch dann immer mehr PS rausgekitzelt werden. Jetzt habt ihr zwei Motoren. Ihr habt den neuen Motor und ihr habt den alten Motor, der einen Schaden hat. Was ist denn jetzt euer Plan? Also unser Plan ist jetzt, den alten Motor fertig zu machen fürs nächste Rennen. Der ist auch schon so gut wie fertig. Muss jetzt nur noch zusammengebaut werden. Und dann wollen wir eigentlich wieder an die alte Leistung anknüpfen, die wir vorher hatten mit dem alten Motor. Und ja, dann kommt der neue wieder raus. Und dann habt ihr einen Ersatzmotor und wenn man den dann irgendwann revidieren muss, würde der automatisch mehr Leistung bekommen. So jetzt einfach mal, um es ganz einfach zu erklären. Klar. Okay? Das hört sich ja für mich jetzt an, dass es natürlich so ist, dass es dann Unterschiede zwischen den Autos gibt. In so einer Serie, wo ja eigentlich die Autos relativ gleich sein sollen. Leistungsgewicht eine Möglichkeit, um die ganzen Autos anzugleichen, dass man sagt, okay, der eine hat 430 PS, der andere hat 400 PS. Wenn man dann über das Leistungsgewicht geht und sie dann angleichen, indem dann der leistungsstärkere Motor mit mehr Gewicht fahren muss und jemand mit einem leistungsschwächeren Motor Gewicht rausbekommt, würde das die Wettbewerbsdichte verbessern? Wäre das eine Möglichkeit? Ich frage euch jetzt mal als Rennfahrer, als Leute, du bist ja auch angehender Kfz-Meister, also du kennst dich mit der Technik zehnmal so viel aus, wie ich es jemals könnte. Ist das eine Möglichkeit? Weil viele Rennserien ja über das Leistungsgewicht gehen. Ja, ich sag mal, wird drüber geredet und ich denke auch, dass es was bringen wird. Aber ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, wenn du jetzt ein Auto hast, wäre mal das Leistungsgewicht, was ich sag mal nach dem Rennen rauskommen muss, 1180 Kilo ist so das Minimum, was wir haben. Der Gewicht des Autos, genau. Ne? Ja. Genau, ja, 1180 mit Fahrer. Ne? Ja, genau, richtig, ja. Und ich glaube, wenn jetzt einer, ich sag jetzt mal 10 PS mehr hat und hat dafür 20 Kilo mehr drin, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob diese Autos, diese Motoren dann dadurch sehr viel langsamer werden. In der DTM haben die Strafgewichte schon einen Einfluss gehabt. Und da haben wir auch V8-Motoren drin gehabt. Wie gesagt, ich finde, man müsste es mal ausprobieren. Okay. Ich fände das auf jeden Fall fair, weil wo ich angefangen habe, hatten wir auf dem Leistungsprüfstand 427 PS, auch mit einem neuen Motor. Okay. Ne, ich denke, dass die Prüfstände da auch teilweise ein bisschen unterschiedlich sein können. Ich weiß es nicht, müsste man einmal ausprobieren. Aber ich sage jetzt mal, wenn Philipp 407 PS hat, ich hatte 403 und andere, ich sag mal, die mitfahren knapp 430, 440 PS mehr haben, generell haben, dann ist das ja schon ein Leistungsunterschied, gerade bei so einem Motor mit zu viel Hubraum. Ich denke, da merkt man das gerade auf der Geraden extrem. Und müsste man ausprobieren. Ich weiß nicht, was Philipp dazu sagt, aber du hast ja den Formelsport gemacht und weißt ja auch, wie es mit dem Leistungsgewicht da aussieht. Also Leistungsgewicht an sich ist schon mal eine sehr gute Sache. Ja. Ich bin mir jetzt natürlich, es wird was bringen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass es auch genau das bringt, was es soll. Ja, weil diese Motoren, wenn wir 20, 30 PS mehr haben, dann wird man das wahrscheinlich nicht ganz so über das Leistungsgewicht merken. Weil die einfach auch viel mehr Kraft haben, viel mehr Biss haben, da aus der Kurve raus loszuschießen. Ich denke mal, dass man da dann auch die 30 PS trotzdem noch ein bisschen spürt. Aber es ist dann deutlich dichter zusammen das Feld, dadurch, dass durch dieses Leistungsgewicht vielleicht dadurch eben, ich sag mal, die Extreme zumindest ein bisschen der Korridor kleiner wird. Wäre auf jeden Fall wieder schöner, wenn das Feld generell mehr zusammenbleibt. Weil ich muss sagen, wenn wir die Rundenzeiten uns anschauen, das Feld, wir reden wirklich von Zehnteln. Wir reden nicht mehr von Sekunden, wie es früher mal war, wir reden von Zehnteln. Aber auf einem Kurs von 880 Metern ist natürlich ein Zehntel schon eine
ziemliches Brett. Ja, ne? Dementsprechend, aber gut, es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall, diese, ohne dass jetzt jemand sich einen neuen Motor kaufen muss oder sonst irgendwas, dieses Feld zumindest den Korridor wieder ein bisschen schmaler zu machen. Ja, so wäre das auf jeden Fall in unserer Klasse extrem gut, weil ich sag mal, wir haben Fahrer dabei, denen geht es finanziell nicht schlecht. Wir haben Fahrer dabei, die müssen gucken, wie sie das Geld reinkriegen, schrauben teilweise wirklich alleine mit ihrer Familie da den ganzen Abend. Ne, und haben halt nicht das Geld dann, um halt da, jetzt sag ich mal, eben für 2.000, 3.000 Euro den Motor revidieren zu lassen. Ne? Oder sagen halt, ich habe das Geld, aber das ist mein Budget für die Saison. Ich glaube, wenn ich jedes Rennen fahren kann, ist das für mich besser, als jetzt den Motor zu revidieren und habe dann die letzten zwei Renntage kein Geld mehr, weil ich noch einen Unfall hatte. Oder? Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ne, das ist halt, gerade, wir sind halt keine DTM oder Euronesca, wo halt einfach ein bisschen mehr Hintergrund da ist, sage ich mal. Ne? Finale im Oktober, das ist jetzt noch der Punkt. Du hast gesagt, du wirst fahren. Bist hundertprozentig sicher, dass du am 28. Oktober. Der Plan ist es, ich kann es noch nicht 100% so sagen, aber der Plan ist es, weil ich mache halt Reifen und mein Reifengeschäft fängt jetzt gerade extrem an. Ja, deswegen, ne, wir waren gerade bei dem Thema Geld. Ich muss irgendwie Geld verdienen, um halt irgendwie meine Kosten zu finanzieren und mein Hobby bestreiten zu können. Ja. Wenn es dann auch geht. Bei euch brauchen wir, glaube ich, nicht fragen, ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Wir sind dabei. Ihr habt eine besondere Taktik ausgedacht? Einfach Vollgas geben und schnell sein. Ne? Einfach Vollgas alles geben, versuchen wieder vorne mitzufahren und wir versuchen einfach die Meisterschaft so gut es geht zu beenden mit dem größten Erfolg, den wir noch kriegen können. Perfekt. Ja, schön, wenn wir dich auf jeden Fall in der LMV8 im Oktober sehen und natürlich die komplette Saison 2019. Bei dir brauchen wir es nicht sagen. Ich denke, ihr seid nächstes Jahr auch wieder dabei. Also der Plan ist, dass ihr fahrt. So ist der Plan, ja. Ja. Damit haben wir dann das Thema LMV8 in dem Punkt jetzt mal abgeschlossen. Wir haben viel interessante Sachen darüber gehört, also gerade mit dem Leistungsgewicht, mit den revidierten Motoren, wie diese Leistungen zustande kommen. Auch für mich was Neues, weil in der Technik bin ich persönlich jetzt auch nicht so tief drin. Ja, und das nächste Thema, was wir machen werden, ist dann mal Euronesca. Darüber möchte ich mit euch reden. So, weiter geht's mit der Euronesca am nächsten Rennwochenende in Zolder, Circuit Zolder, Finale. Der Euronesca vom 18. bis zum 21. Oktober, das ganz große Finale der Elite 1, der Elite 2 und der Elite Club Division. Engste Meisterschaft, die wir bisher hatten, glaube ich, in der Geschichte der Euronesca. In der Elite 1 trennen 4 Fahrer gerade einmal 12 Punkte. In der Elite 2 sind es 3 Fahrer mit 20 Punkten und auch in der Elite Club wird es am Donnerstag ziemlich eng zugehen. Das ist Zolder. Kommt einfach vorbei, schaut euch das an. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, dieses American Fanfest, was da gefeiert wird. Aber wir schauen mal auf den Hockenheimring, da wart ihr beiden nämlich auch vor Ort. Das Halbfinale, auch ziemlich spannende Rennen gewesen. Habt ihr die Rennen verfolgen können oder wart ihr zu beschäftigt? Also ich konnte leider nur die Rennen von der Elite 1 sehen. Das ist ja schon mal etwas. Aber die haben voll gereicht, das war super spannend. Das hat mir, war super. Also ich fand, die Rennen, die ich sehen konnte, waren super gut. Mhm. Ja, war nur schade, dass ich die anderen Rennen leider nicht sehen konnte. Wie sieht es bei dir aus, die Rennen verfolgt? Ich habe fast alle Rennen gesehen. Ich glaube, ein oder zwei nicht. Ich gut, dann bleiben noch zwei über 50%, mein Gott. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich habe drei Rennen angeguckt und die Trainings. Und ich husche immer einfach überall rum, wenn ich da rumlaufe und gucke es mir an, wenn es geht. War sehr geil. Also ich muss ehrlich sagen, da sind einige dabei, wo ich echt mitgefiebert habe, obwohl ich so mich gar nicht so extrem damit identifiziert hatte. Ja. Aber mega cool und ich verfolge es auch gerne weiter und versuche auch nach Zolder zu kommen, wenn es geht, zeitlich. Mhm. Und bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ja, einer von den Fahrern, da können wir doch nochmal einen Sprung zur LMV8-Serie machen, was mir gerade einfällt. Loris Hesemans aus Holland, der ist ja jetzt auf Platz 4 in der Elite 1-Meisterschaft, 12 Punkte hinter dem Führenden. Der ist im September zum allerersten Mal LMV8 gefahren und hat da ordentlich eine Leistung hingelegt. Was meint ihr? Guter Rennfahrer in der LMV8? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache es jetzt seit knapp 4 Jahren und habe halt auch einige Fahrer kommen und gehen sehen, wie man so sagt. Ne? Und da sind halt einige Fahrer gekommen, die wirklich Rennerfahrung haben, jetzt nicht mit dem Wildrennsport, aber mit anderen Klassen. Und die sich, ich sag mal, erstmal rantasten mussten, was ich als Laie am Anfang gar nicht verstanden habe. Ich mache nur LMV8, habe vorher nie was anderes gefahren. Und andere Fahrer kommen rein, Rallycross-Fahrer, und ich denke, oh mein Gott, die machen dich jetzt kaputt, so nah Motto. Ja. Na, und dann mussten sich erstmal rantasten. Und
wie der Hesemanns jetzt da gefahren ist, habe ich mir gedacht, ey, alter Schwede, dafür, dass der erstes Mal im Oval fährt. Wie gesagt, ich habe ihn bei den Euronest-Rennen Hockner im Ring beobachtet und fand die Rennen total geil. Also ich finde immer, dieser holländische Fahrstil ist irgendwie sehr, ich sag jetzt mal, robust, aber oft fair, ja, und schön zu sehen. Mhm. Ja, und deswegen glaube ich, für LMV8 wäre der auch eine coole Nummer. Deine Einschätzung über Loris? Ja, am Anfang würde ich sagen, Eurocup noch relativ zurückgehalten. Noch wahrscheinlich sind mit dem Auto klar, versucht klarzukommen. Mhm. Und am zweiten Lauf hat er schon wieder richtig losgelegt, bis im Finale dann eine richtig gute Position eingefahren. Ne? Ja. Bis ich ihn dann irgendwann gar nicht mehr halten konnte. Ne? Also das war schon echt der Hammer. Fürs erste Mal, würde ich sagen. Cool. Also, mal schauen, was da noch kommt. Dann wieder zurück nach Hockenheim. Da hast du ja ein tolles Erlebnis gehabt. Du durftest einen echten amerikanischen NASCAR, also wirklich deine US-Cup-Serie zum Einsatz kam, da mal über den legendären Hockenheimring fahren. Wie war das denn? Ja, das Feeling in so einem V8 war gigantisch. Das erste Mal, die ersten Runden natürlich langsam angefangen, bis ich dann mal mich getraut habe, auf der Gerade mal richtig Gas zu geben, mich erschrocken habe, wie viel Leistung da noch kam. obwohl ich eigentlich dachte, ich war schon relativ schnell unterwegs. Ja. Und es ist einfach, ja, die Strecke alleine ist schon geil und dann mit einem NASCAR noch dazu, war unglaublich. Wenn jetzt irgendeine Kurve, ich sag mal, Motodrom ist ja sehr, sehr bekannt und die Kurve 1, wo würdest du sagen, was waren so die schwierigsten Parts auf der Strecke? Kurve 1 würde ich sagen. Und sehr schwierig war für mich dann zu fahren nach einer langen Gerade, mhm, also nach Kurve 2 runter, Kurve 3, 4, die ganz enge Kurve. Ja, genau. Die war sehr schwer zu fahren, weil man nicht schlecht einsehen kann, da bergab geht und fand ich schon schwierig zu fahren, aber sehr geil. Ja. Ihr wart ja auch in der Fan-Area, dieser großen Fan-Area stationiert und habt da die Stimmung mitbekommen. Was haltet ihr davon? Wie war das mit diesem American Fan-Fest? Ist das bei den Zuschauern und auch bei euch von der Stimmung her angekommen? Ich finde schon. Ich finde, die machen da ein cooles Rahmenprogramm einfach. Die Show, die die machen, mit auch für die Kinder mit Hüpfburgen. Dann sind da Getränkeständer, dann hat der dann V8-Motor, der leuchtet und Dampf raushaut. Ja. Und, ne, so Sachen finde ich einfach lustig, weil immer, man hat ja, ich sag mal, der Vater oder sowas oft für sowas begeistert, der sagt, ich möchte gerne das gucken gehen und die Frau oder die Kinder sagen, ich weiß nicht. So, wenn die dann aber einmal da waren und haben dann Hüpfburg da und noch irgendwie dann liefen ja von Star Wars da viele Figuren. Ja, klar, das so, war ne? Super. Das ist halt dann natürlich für alle wieder cool. Ne? Und generell, dass man auch so in den Boxen dann reinlaufen kann, gucken kann, das reizt, glaube ich, auch dann wieder Leute, die eigentlich mit dem Rennsportthema nicht so viel zu tun haben oder zu tun haben möchten. Aber ich glaube, wenn man dann schon mal so einen Rennwagen sieht und sieht, wie die dann da zwischen den Rennen, wenn ein Unfall war, am Schrauben sind, ist es, glaube ich, für alle Altersklassen, ob Kind, Vater, Mutter, also alle, ist es was, genau wie bei uns in LMV8. Ich glaube, das ist generell, das sind schöne Sportarten, wo man halt, ich sag mal, nicht allzu viel Eintritt bezahlen muss und viel sehen kann. Ja, das ist dieser amerikanische Geist, der dadurch wo der Sport seine Wurzeln hat, den dann rüberzubringen, die Offenheit, dass die Protagonisten für die Zuschauer nicht nur irgendwelche entfernten Figuren sind, sondern man kann direkt in Kontakt kommen. Das machen wir in der LV8 so, das ist schön in Venray, das machen wir in der Euronesca genauso, eben diese Fahrer auch ranzuholen an die Fans und dass man eben diese Protagonisten auch kennenlernen kann. Finde ich toll. Wie sah das bei dir mit der Stimmung und so weiter, was du da in der Fan-Area gesehen hast? Also war schon echt unglaublich. Alleine die ganzen, dieses riesige Feld, wo die American Cars standen. Und dann rüber zu gehen, einmal dann da irgendwelche anderen amerikanischen Sachen zu sehen, wovon man gar nichts wusste oder noch nie gesehen hat und dann weitergeht, kommt man direkt ins Fahrerlager, wo auch eigentlich alles voll ist mit Menschen gewesen und war sehr schön zu sehen. Ja. Ja. Super, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Die allererste Folge Leadlab Motorsport Talk. Jetzt haben wir natürlich noch die zwei Daten. 18. bis 21. Oktober das Finale von der Euronesca am Circuit Zolder und am 28. Oktober hoffentlich mit euch beiden die LMV8-Serie am Raceway Venray, also diese beiden Termine mal ganz dick im Kalender markieren. Zolder und
Wenn drei sind beide aus Westdeutschland ziemlich einfach zu erreichen. Für uns sind es 100 Kilometer, also von mir aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet sind es 100 Kilometer nach Venray, ich glaube 150 Kilometer nach Zolder. Es ist näher dran als Hockenheim. Zolder ist eher mein Heimrennen als Hockenheim. Und Venray, da bin ich aufgewachsen auf der Strecke, also sowieso für mich muss endlich beim Finale auch persönlich wieder dabei sein. Ich freue mich, dass ihr da wart. Noch eine wichtige Information zu diesem Talk. Patrick ist quasi der Co-Host, das heißt, ihn werdet ihr öfter sehen. Wir hoffen, dass wir dich demnächst als Gast wieder einladen können. Jetzt schauen wir natürlich, dass wir auch in den nächsten Episoden den ein oder anderen Protagonisten aus dem europäischen Ovalrennsport rankriegen. Dankeschön, sagt es uns, falls es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Patrick Heckhausen, Philipp Bachor, wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.